Wir haben bislang immer auf Worten gearbeitet. Wir berechnen ja auch gerne Funktionen auf irgendwelchen Zahlen, natürliche Zahlen beispielsweise. Das macht man mit Turing-Maschinen wie folgt, sozusagen als Konvention. Für Funktionen auf n verwenden wir die Unär-Darstellung. Das ist eine ganz spektakuläre Darstellung, indem wir nämlich einfach sagen, eine Zahl n wird auf dem Band durch n senkrechte Striche markiert. Ja, das heißt, eine Turing-Maschine berechnet dann eine Funktion f von n hoch m nach n hoch n in Unär-Darstellung wie folgt. Also wenn der Funktionswert von i1 bis im gerade j1 bis jn ist, ja, dann ist das die Eingabe hier. Strich hoch i1 heißt i1 viele Striche, Blank i2 viele Striche bis hoch im viele Striche. Ja, wird überführt halt entsprechend hier diese Eingabe J1 viele Striche bis JN viele Striche. Also es ist wichtig, wir schreiben nicht irgendwie, wir arbeiten jetzt nicht mit auf dem Band mit 5 und 3, sondern das würden wir so machen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Das wäre jetzt sozusagen einfach die Darstellung von natürlichen Zahlen. Sieht schlimm aus, wenn man irgendwie so Hochsprachen und sowas gewohnt ist, aber ich finde es halt einfach spannend. Man braucht nicht mehr, um überhaupt sozusagen den Begriff der Berechenbarkeit zu fassen.